So, liebe Leute, in der letzten Folge haben wir einen Brief von Robert an Herman gefunden. Der war zerrissen im Müllcontainer und wir haben ihn wieder zusammengesetzt. Wer ihn nochmal lesen will, muss sich die letzte Folge anschauen. Der Brief ist aber Anlass genug, um nochmal mit Herman zu reden. Und das machen wir jetzt zuallererst. Ich sollte klingeln. Dann muss es irgendwo auch eine Klingel geben. Vielleicht das hier. Ja. Ja? Samuel Gordon. Bitte lassen Sie mich herein, Doktor. Ich muss mit Ihnen sprechen. Ja, kommen Sie herein. Ich bin unten in der Leichenhalle. Wunderbar. Und wenn wir hier nicht weiterkommen, reden wir auf jeden Fall nochmal mit Robert oder auch vielleicht mit Mark. Jetzt können wir uns hier erstmal umgucken. Das machen wir auch. Hier ist nicht viel zu entdecken. Das Skelett. Ein menschliches Skelett, das die Halle mit starrem Blick beobachtet. Wie ein stiller Wächter in der Dunkelheit. Vielleicht eine Überwachungskamera. So, hier ist jetzt nichts weiter. Hier ist die Treppe. Oben sind wahrscheinlich Hermans Privaträume. Da gehe ich nicht hin. Ach, schade, so ein bisschen schnüffeln wäre doch schön gewesen, oder? Noch was? Ja, eine Nachtfaltersammlung. Eine Nachtfaltersammlung? Ich hätte nie gedacht, dass es so viele Arten gibt. Ach komm, das sind doch kaum 50. So, noch was? Ja, der Ventilator, okay. Die Luft hier ist mit einem seltsamen Geruch behaftet. Die langsamen Flügel des Ventilators schaffen kaum frische Luft. Im wahrsten Sinne des Wortes ein Miefquirl. Oh, Spiegel. Mir ist schwindelig. Hoffentlich habe ich heute Abend keine Kopfschmerzen und kann gut einschlafen. Ja, du hast aber auch viel zu wenig getrunken heute. Bild eines Mannes. Ich weiß nicht, wer das ist. Vielleicht der ehemalige Hausbesitzer. Bringt uns aber auch nicht weiter, die Erkenntnis. Hier. Nix mehr, würde ich sagen. Gut. Gehen wir runter. Okay, und jetzt können wir uns auch in der Leichenhalle ein bisschen umschauen. Machen wir mal. Was war das? Wagen. Okay. Den benutzt Herman, um die Leichen zu transportieren. Darauf liegen einige blutverschmierte Sachen. Ich will sie nicht anfassen. Ja, würde ich auch nicht wollen. Fässer. Ich weiß nicht, was drin ist und ich will es auch nicht wissen. Ach, sei doch mal neugierig. Nichts. So, um Herman kreisen wir jetzt mal drumrum. Becken. Der Boden ist verfärbt, wahrscheinlich durch getrocknetes Blut. Ach, wie schön. Sie sind leer. Na gut. Menschliche Muskelgruppen und Organe. Sie sind lateinisch beschriftet. Es hat keinen Sinn, sie näher zu studieren. Doch, das macht immer Sinn. War sonst noch was? Kanister, okay. Leere Kanister für Fotoentwickler. Offenbar macht Herman die Fotos für seine Obduktionsberichte selbst. Ja, wunderbar. Dann haben wir doch auf jeden Fall noch ein zweites Thema. Dr. Herman, ich würde Sie gerne sprechen. Einen Augenblick. Minuten später. Also, was führt Sie hierher? Wie? Nur die Fotos? Mir ist aufgefallen, dass dies auch als Dunkelkammer dient. Ja, ich entwickle die Obduktionsfotos hier. Im Dorf bietet niemand einen solchen Dienst an. Hierzulande ist es fast wie im Mittelalter. Trotzdem, irgendwann gewöhnt man sich daran. Wollen Sie etwa Fotos entwickeln lassen? Sehen Sie, Gordon, das ist kein Service Center für Touristen. Sie befinden sich hier in einer Leichenhalle. Ja, das ist offensichtlich. Ich brauche aber nur ein paar Abzüge. Mhm. Na schön. Aber das mache ich nur als Freundschaftsdienst Ihrer Familie gegenüber.
Also. Sie her. Danke, Doktor. Moment. Ich möchte etwas als Gegenleistung. Ohne kann ich Ihnen sowieso keine Fotos machen. Mir ist der Entwickler ausgegangen. Können Sie mir welchen aus dem Dorf bringen? Haben Sie nicht gerade gesagt, dass niemand im Dorf einen solchen Dienst anbietet? Ja, und das ist auch so. Ich habe ein Arrangement mit dem alten Murray. Er besorgt mir Nachschub aus der Stadt. Sagen Sie ihm, der Entwickler ist für mich. Er wird ihn Ihnen gern verkaufen. Gut, ich komme später wieder. Na gut, okay. Haben wir sonst noch irgendwas? Da war was. Metalleimer. Ich möchte mir lieber nicht vorstellen müssen, was sich in dem Eimer befindet. Herman verwendet ihn vermutlich bei Obduktionen für Gewebe. Du musst es dir gar nicht vorstellen. Schau einfach rein, dann weißt du es auch. Okay, ich würde sagen, wir gehen jetzt doch nicht zu Robert, sondern machen erstmal die Geschichte hier fertig, wenn wir schon dran sind. Und dann können wir auch eigentlich die Schnellreise über die Karte nutzen. Und gehen jetzt erstmal nach Willow Creek. So. Zum Pub. Um die Ecke. Ins Leihhaus. Na komm. Kann ich irgendwas für Sie tun? Ja, ich brauche Entwickler. Dr. Herman hat mir gesagt, dass ich bei Ihnen Fotoentwickler bekomme. Haben Sie welchen? Sie haben Glück. Ich habe noch ein paar Flaschen. Ich fahre nicht täglich in die Stadt, wissen Sie? Aber ausgerechnet hier heute. Ist er. Danke. Wiedersehen. Wie, und das war jetzt so einfach? Jetzt irgendwie gedacht, da passiert noch mehr. Also zurück zur Leichenhalle. Und wieder klingeln. Ja? Samuel Gordon, bitte lassen Sie mich herein, Doktor. Ich muss mit Ihnen sprechen. Ja, kommen Sie herein. Ich bin unten in der Leichenhalle. Na gut, gehen wir doch direkt runter. Geht das so? Ich habe den Entwickler für Sie. Können Sie jetzt meinen Film entwickeln? Warum nicht? Aber kommen Sie später wieder. Ich muss meine Arbeit erledigen, bevor ich die Bilder entwickeln kann. Was ist an diesem Film so wichtig, dass Sie damit zu mir kommen? Das werden Sie selbst sehen, Doktor. Entweder Sie sind wichtig oder auch völlig nutzlos. Das wissen wir noch nicht, ja? Wir reden noch einmal, bevor ich gehe. Ich habe im Moment nichts zu sagen. Dann gehe ich einfach. Okay. Auf zu Robert. Und wenn wir hier nicht weiterkommen, machen wir nochmal beim Mark im Pub weiter. Ich habe keine Ahnung, worüber wir sprechen sollten. Über den Brief. Himmelherrgott, will denn keiner über diesen Brief reden? Okay. Willow Creek, schon hast du mich wieder. Ach, ist der die ganze Zeit schon da? Habe ich den nur übersehen, weil ich direkt hier auf zum Pub geklickt habe? Wir machen später mit ihm weiter. Ich habe was zu tun. Lassen wir uns nicht auf andere Wege bringen. Ich brauche im Moment nichts von ihm. Im Augenblick habe ich ihm nichts zu sagen.
Interessant, also ich komme mit dem Brief überhaupt nicht weiter. So geht das nicht. Vielleicht können wir Herman damit nochmal konfrontieren. Nächster Versuch und wieder hier. Ja? Samuel Gordon, bitte lassen Sie mich herein, Doktor. Ich muss mit Ihnen sprechen. Ja, kommen Sie herein. Ich bin unten in der Leichenhalle. Welche Überraschung. Probieren wir das mit dem Brief nochmal genauso wie mit dem Entwickler. No. Okay, dann bin ich froh, den Fischer entdeckt zu haben, denn ich habe was, womit ich weitermachen kann. Ab nach Willow Creek. Haben wir uns das hier eigentlich alles schon mal angeguckt? Ich weiß es gar nicht so ganz genau. Gut, ist aber auch irgendwie erstmal nichts weiter auffällig. Hallo, junger Mann. Heute beißen die Fische an. Das spüre ich in meinen Knochen. Ja, hast ja auch alle Zeit der Welt, ne? Wir reden mal über den Kahn. Gehört Ihnen das Boot auf der anderen Seite des Flusses? Es ist wohl Leck. Eine Menge Wasser steht darin. Es wird jeden Moment sinken. Keine Sorge. Es ist älter als ich. Aber danke, dass Sie es mir gesagt haben. Heutzutage sind die meisten Leute nicht so rücksichtsvoll. Kein Problem. Ja, danke für das Gespräch. Das bringt mich richtig weiter. Wie lange wollen Sie heute hier angeln? So lange wie nötig. Den ganzen Tag. Es sei denn, der Regen hört auf. Es gibt keine bessere Art, einen verregneten Tag zu verbringen. Na dann, Petri heil. Doch. Ich muss jetzt gehen. Gibt es nämlich zum Beispiel auf dem Bärenfell vor dem Kamin zu Hause. Ja. Und jetzt kommen wir nochmal auf ihn hier zu sprechen. Der Alexander hat gesagt oder geschrieben, dass ich ja eventuell mal gucken könnte, ob ich jemanden finden kann, mit dem ich den Herman ablenken kann in der Leichenhalle. Meine Antwort war, dass mir jemand einfällt, ein Charakter, der bis jetzt noch keinen großen Sinn im Spiel hatte und der oder dem ich das vielleicht zutrauen würde, dass er bei so einer Aktion mitmacht. Und das ist für mich Vic. Wir gucken mal, ob wir den irgendwie schmieren können. Ob der mit will in die Leichenhalle. Ich habe nichts mit ihm zu besprechen. Schade. Also, wer könnte sich für so eine Aktion eignen? Von den Kollegen hier drin hätte eigentlich keiner wirklich Interesse, in die Leichenhalle mitzugehen. Außer hier unser Totengräber. Schauen wir doch mal. Ich möchte nicht reden. Also, Wiedersehen. Na, vielen Dank auch. Damit kann er nichts anfangen. Okay, dann müsste ich jetzt mal tatsächlich neu überlegen, was wir machen können. Ich hatte nämlich so viel Hoffnung auf diesen Brief hier gelegt. Damit kommen wir aber nicht weiter. Jetzt würde ich doch mal zurück ins Schloss gehen. Oder wir gucken, ob der Pater da ist. Das ist natürlich noch eine Idee. Hier vorne ist immer noch zu. Aber es hieß ja, er käme am nächsten Tag wieder. Und der ist ja eigentlich mittlerweile schon lange angebrochen. Oder wir gucken uns mal das Werk vom Totengräber an. Die Kirche ist abgeschlossen. Der ist immer noch nicht zurück. Aber auch hier nichts zu entdecken. Also, Kirche kalt.
Dann muss es doch irgendwie noch hier weitergehen. Victoria informieren, was hier so geschieht mit ihrem Freund Herman und ihrem Robert. Ich rede später mit ihr. Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt. Ja, aber für was ist denn der richtige Zeitpunkt? Nee, also wir fangen jetzt nicht an, verzweifelt irgendwelche Dinge zu suchen. Also, denken wir nochmal nach. Gehen wir nochmal alles durch. Der Pfandschein ist noch nicht aufgetaucht. Dafür brauchen wir irgendjemanden, der uns in der Leichenhalle vermutlich hilft, den Herman abzulenken, sodass wir an die Sachen vom Henry rankommen. Das mit dem Foto ist natürlich auch noch nicht geklärt. Das wäre nochmal eine Idee, dass wir Murray nochmal auf diesen Kerl hier ansprechen. Fangen wir doch damit an. Wird wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Aber dann haben wir es zumindest probiert. Na gut, ich meine, bei den anderen Kollegen war es eher so, dass wir das mit dem Foto aus dem Dialog rausbekommen haben, aber hier war das jetzt keine Option. Wir probieren es einfach mal so. Geht auch nicht, Mist. Kann ich Ihnen helfen? Nein, eigentlich nicht. Danke. Also nichts mehr zum Besprechen. Ja, gehen wir es doch jetzt mal nach und nach ab. Ich brauche im Moment nichts von ihm. Auch gut. Im Augenblick habe ich ihm nichts zu sagen. Ja. Tom? Kann ich Sie sprechen? Aha. Jetzt nicht. Kommen Sie später, wenn das Spiel zu Ende ist. Auch vertröstet. Harry? Wie kann ich Ihnen helfen? Ich habe eine Frage an Sie. Na, wunderbar. Harry, sagen Sie, ist Mark zuverlässig? Naja, kommt darauf an. Er ist nicht gerade ein Heiliger, wissen Sie? Aber ich denke, für 1 oder 2 Pfund macht er das, was Sie ihm sagen. Dann haben wir doch den Kandidaten, oder? Hopp. Darf ich Sie kurz stören? Wenn es sein muss. Aber nicht lange, ich habe eine Glückssträhne beim Kartenspiel. Tom hat mir gesagt, dass Sie gelegentlich für Dr. Herman gearbeitet haben. Tom neigt manchmal dazu, zu viel zu sagen. Ich bin schon seit einiger Zeit arbeitslos, also nehme ich jeden Job an, der mir angeboten wird. Irgendwie muss ich Geld verdienen. Und es ist auf jeden Fall besser, für Dr. Herman Erledigungen zu machen, als für diesen miesen Bastard Murray. Nun, ich brauche eine bestimmte Gefälligkeit von Ihnen. Es hat sogar mit Dr. Herman zu tun. Worum geht's denn? Ich möchte Folgendes von Ihnen. Ich höre. Ich möchte, dass Sie um eine bestimmte Zeit zu ihm gehen und ihn für ein paar Minuten beschäftigen. Klingeln Sie an der Tür und warten Sie, bis er nach oben kommt. Reden Sie über, was Sie wollen, aber halten Sie ihn so lange auf, wie es geht. Tja, offen gesagt, mir gefällt dieser Plan nicht. Das sieht nicht gerade ehrlich aus, nicht wahr? Außerdem, wenn Herman erfahren würde, dass ich an einer Verschwörung gegen ihn beteiligt war, würde er mich nie wieder beschäftigen. Nee, da suchen Sie sich lieber einen anderen aus. Machen wir mal die negative Antwort. Einen anderen, sagen Sie? Sagten Sie nicht gerade, Sie hätten kein Geld? Das stimmt, aber ich bin auch kein billiger Sklave. Na schön, ich finde bestimmt einen anderen, der es für 10 Pfund macht. Was haben Sie gesagt? Ich sagte, ich finde bestimmt einen anderen Penner, der bereit ist, für 10 Pfund den Job zu machen. Behalten Sie Ihr verfluchtes Geld für sich? Das brauche ich mir nicht anzuhören. Wie wär's denn mit 20? Höre ich 30? Sagen Sie 30 und ich vergesse sogar, dass Sie Penner gesagt haben. Er ist schlauer, als er aussieht. Ich sagte 20, aber egal. Die Hälfte jetzt, die andere Hälfte nach getaner Arbeit. Vertrauen Sie mir nicht? Ich bin vielleicht ein Penner, aber ich halte mein Wort. Legen Sie 30 auf den Tisch und die Sache ist geritzt.
In Ordnung. Hast einen Verhandlungspartner, ist ja echt geil, oder? Jetzt warten Sie 15 Minuten, dann folgen Sie mir zu Dr. Herman. Und dass ich ja nicht zurückkomme und Sie aus der Bar holen muss. Keine Sorge, was der alte Mark verspricht, hält er auch. Ich bin schnell zum Leichenschauhaus gegangen, um Mark zuvorzukommen. Hoffentlich kommt er pünktlich zur vereinbarten Zeit. Ja, das hoffe ich auch. Ja? Samuel Gordon, bitte lassen Sie mich herein, Doktor. Ich muss mit Ihnen sprechen. Ja, kommen Sie herein. Ich bin unten in der Leichenhalle. Oh, Überraschung. Darf ich Sie einen Moment sprechen, Dr. Herman? Ja, aber wie gesagt, ich weiß nichts Neues. Das braucht seine Zeit. Also, wenn Sie mich immer wieder stören... Nein, nein, ich bin wegen einer anderen Sache hier. Ja? Also... Was wollen Sie denn, Gordon? Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Wo zum Teufel steckt dieser Mark? Haben Sie etwas gesagt? Nein, sehen Sie, ich habe nur... Wer ist denn das jetzt, verdammt? Mark. Wer denn sonst? Läuft, irgendwie ist auch den Kerl ja doch Verlass. Wunderbar. Wer ist da? Mark. Warten Sie hier auf mich. Ich komme gleich wieder. Natürlich. Jawohl. Nur keine Eile. Ich glaube, mein Blutdruck steigt gleich ins Unermessliche. Also, wo ist dieser verfluchte Pfandschein? Vielleicht sollte ich beim Tisch anfangen. Mein Blutdruck steigt auch, denn ich weiß gar nicht, ob ich jetzt eine gewisse Zeit nur zur Verfügung habe. Deswegen fangen wir doch mal gleich an. Beim Tisch hat er gesagt, sollen wir anfangen. Hier, das ist ein Tisch. Aber da ist eigentlich gar nichts. Doch, eine Schublade. Okay, was haben wir denn hier? Modelliermasse. Ein Stück Modelliermasse, um Abdrücke zu machen. Das könnte sich als nützlich erweisen. Okay, Abdrücke von was ist jetzt die Frage? Viele Dinge, aber nichts, was ich gebrauchen kann. Damit ist die Schublade erledigt. Okay, was haben wir hier noch? Ein Hirn. Ist das das, was ich denke? Ja, das vom Gärtner vielleicht, okay. Hier ein Mikroskop. Ein altes Mikroskop. Folterwerkzeug. Aber sonst nichts mehr. Nö. Alles klar. Aber kein Pfandschein. Gucken wir mal weiter. Wir haben ja noch ein Regal. Eine Schachtel. Klingt gut. Diese Schachtel ist mit Henrys Namen beschriftet. Yes. Henrys Pfandschein. Ausgezeichnet. Das war jetzt gar nicht so schwer. Die Schachtel gibt's immer noch. Ich habe sie sorgfältig untersucht. Sie enthält nichts Wichtiges mehr. Perfekt. Gucken wir uns nochmal um. Die Leiche. Will ich die jetzt sehen? Muss ich da noch irgendwas machen? Um Gottes Willen, nein. Okay. Ich entdecke aber nichts. Ich kann irgendwie nichts machen hier. Hauptsache, wir sehen mal die Leiche, aber machen kann ich nichts. Dann würde ich sagen, gehen wir doch jetzt direkt zum Leihhaus. Ich kann jetzt nicht gehen. Oder wir gehen eben nicht zum Leihhaus. Ich gehe noch nicht. Ich muss mehr herausfinden. Okay. Aber was? Hier ist doch nichts mehr. Nur noch die Schachtel. Die Schublade. Mit Rechtsklick kann ich hier nichts untersuchen. Bei der Leiche geht nichts. Haben wir alles?
Eiche, Schublade, Schachtel. Sonst sehe ich hier nichts. Ah, Moment. Schlüssel. Ging der da die ganze Zeit schon? Der Schlüssel vom Müllcontainer, der vor der Leichenhalle steht, ist an diesem Bund. Es würde mich interessieren zu wissen, was Herman so schnell loswerden wollte. Klau ihn. Es muss der große Schlüssel sein. Die anderen sind zu klein. Ich kann ihn jetzt nicht nehmen. Herman würde es bestimmt merken. Ah, Moment, dann habe ich doch eine Idee. Das müsste doch klappen dann, oder? Ich habe einen Abdruck des Schlüssels in der Modelliermasse gemacht. Wunderbar. Herman scheint zurückzukommen. Ich höre ihn auf der Treppe. Also ging das Ganze hier wohl nicht auf Zeit? Suchen Sie etwas Bestimmtes? Nein, natürlich nicht. Naja, ich war noch nie in einer Leichenhalle. Ich bin bloß neugierig. Sie haben einige ungewöhnliche Interessen, wie ich sehe. Wovon sprachen wir gerade? Ich habe es schon völlig vergessen. Es kann nichts Wichtiges gewesen sein. Sei's drum. Ich habe sowieso keine Zeit, mit Ihnen zu plaudern. Nichts für ungut. Ach, ich bin es, der sich entschuldigen sollte. Ich will Sie nicht länger stören. Bis dann, Doktor. Wiedersehen, Gordon. Alles klar. Wo der nächste Weg hingeht, ist ganz klar. Ich würde ja zu gerne mal von der anderen Seite in diesen Ort reinkommen. Ich glaube, das geht gar nicht. Es ist eine Einbahnstraße. Es geht dort aus dem Ort nur raus, aber nicht rein. Murray. Vielleicht kannst du mir ja auch mit dem Abdruck helfen. Oh, Sie schon wieder. Sind Sie hier, um etwas zu kaufen? Ich weiß es noch nicht. Ich möchte mich erst mal umsehen. Sicher, aber fassen Sie die Ware nicht an. Ist der nervig. Okay, da ist der Pfandschein. Wunderbar. Murray, ich möchte gerne das Objekt auslösen, von dem wir gesprochen haben. Sie erinnern sich sicherlich, dass Sie einen gültigen Pfandschein vorlegen müssen. Keine Sorge, den habe ich. Boah. Hier. Ja, er scheint in Ordnung zu sein. Das macht 40 Pfund, Sir. Was? Sagten Sie nicht 35? Eben. Oh, Sie haben recht. Entschuldigung, ich habe mich geirrt. Sicher. Ich hole es sofort für Sie. Der Mann ist ja wirklich ein Gierlappen und Halsabschneider. Das ist ja unglaublich. Alle Warnungen über ihn stimmen wohl. Kann ich jetzt irgendwas machen? Nee, ne? Warten kann ich, genau. Wiedersehen. So, da haben wir doch das neue Objekt. Gucken wir uns das mal an. Dieses Teil habe ich im Pfandhaus ausgelöst. Können wir das jetzt irgendwie mit dem anderen Teil verbinden? In der Tat. Die Teile sind ineinander eingerastet. Okay, passt die Kugel noch dazu vielleicht? Wäre zu schön gewesen. Okay. Dann müssen wir uns jetzt Gedanken machen, wie wir hier an einen Schlüssel kommen. Ich würde jetzt zuallererst nochmal zum Markt zurückgehen. Und nochmal gucken, ob wir noch was zu besprechen haben nach dieser Aktion jetzt beim Herman. Was wollen Sie diesmal? Es dauert nicht lange. Okay, ich höre. Wie ich sehe, haben Sie keine Zeit verloren, mein Geld auszugeben.
Jetzt ist es mein Geld und ich gebe es so aus, wie ich will. Damit habe ich kein Problem. Hatten Sie genug Zeit, um das zu machen, was Sie machen wollten? Ja, hatte ich. Aber Sie hätten vielleicht auch etwas früher auftauchen können. Was haben Sie eigentlich da unten gemacht? Das geht Sie nun wirklich nichts an. Ja, ich habe damit auch kein Problem. Wenn Sie mal wieder etwas brauchen, wissen Sie, wo Sie mich finden. Eigentlich bräuchte ich einen Schlüssel gegossen. Kannst du's? Ich brauche im Moment nichts von ihm. Im Augenblick habe ich ihm nichts zu sagen. Der Pfandleiher kann's nicht, er kann's nicht. Tom? Kann ich Sie sprechen? Jetzt nicht. Kommen Sie später, wenn das Spiel zu Ende ist. Nein, der Totengräber. Ich möchte nicht reden. Ja. Also, Wiedersehen. Ich hab nichts anderes erwartet. Du? Was darf sein, Sir? Oh, aha, gut. Harry, Sie kennen doch jeden hier. Wissen Sie vielleicht, wer mir einen Schlüssel nachmachen könnte? Also ich weiß nicht, ob er der Richtige ist, aber Mark hier ist ziemlich geschickt. Ach was. Fragen Sie ihn einfach. Gut, danke. Dann war ich ja durch einen Zufall gar nicht verkehrt. Probieren wir es nochmal. Der macht mich arm heute, der Mann. Guten Morgen. Gut für Sie vielleicht. Was wollen Sie? Dir noch mehr Geld bringen, sei dankbar. Ich brauche jemanden, der mir einen Schlüssel nachmacht. Harry sagte, Sie könnten das. Ein Schlüssel ist kein Problem. Geben Sie mir das Original und Sie bekommen in Kürze eine Kopie zurück. Und es kostet Sie nichts. Ich betrachte es als Teil unserer Abmachung. Das Problem ist, ich habe nur einen Abdruck. Das erschwert die Sache. Ich habe es noch nie mit einem Abdruck versucht. Geben Sie her. Sie können das Ergebnis in einer Stunde abholen oder so. Mal sehen, was ich tun kann. Gut. Hier ist er. Bis später. Okay, jetzt stehen wir hier. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie wir eine Stunde rumbekommen sollen, aber darüber machen wir uns dann beim nächsten Mal Gedanken. Der Plan ist klar, irgendwie an den Schlüssel kommen, gucken, was im Container ist und dann wird es wahrscheinlich irgendeine neue dynamische Entwicklung geben, die wir jetzt noch nicht ahnen. Lassen wir uns also überraschen und freuen uns auf die nächste Folge. Und wenn es euch heute gefallen hat, gerne wieder ein Däumchen hoch, einen netten Kommentar und beim nächsten Mal wieder einschalten und die Abo-Glocke nicht vergessen. Bis dann, euer Matze.